Der gemeine Weichkäfer. Er ist ein Räuber. Er frisst andere Insekten, auch Blattläuse, das hat er gerne und ist von dem ein guter Nützling. Und hier hat er sich zum Schlafen festgebissen. Und so konnten wir ihn gut filmen. Ja, er war so ruhig. Eine Gelbsaum-Zierwanze. Ja, den gelben Saum sieht man sehr gut. Ja. Ja. Sie ist eine Weichwanze, oder? Ja. Ja. Die Fühler zweifarbig. Ja. Weiter noch kurz, da ist sie wieder. Ah, sehr schöne Kombination, die Farben. Ja. Diese Stiftfliege haben wir. Das ist eine Stiftschwebfliege, oder? Gemeine Stiftschwebfliege. Ja, wir haben sie eigentlich sehr, sehr häufig gesehen, fast jedes Mal. Vor etwa 5 Jahren. Ja. Und dieses Jahr, ich denke, ich habe sie vielleicht einmal gesehen. Ja, ich auch einmal. Also ich denke, die Art ist dann zurückgehen oder aussterben bei uns. Man nennt sie auch eine gewöhnliche Langbauchschwebfliege. Wir sehen gut, wie ihr Staubsauger funktioniert hier vorne. Mhm. Das ist das Weibchen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass sie ausstirbt, weil ihre Larven fressen Blattläuse. Mhm. Und sie hilft natürlich auch bei der Bestäubung. Ja. Und wir haben wieder Paarungszeit. Relativ hektisch, ja. Ja. Ein Subunternehmer auf meinem Finger, obwohl dieser ja nicht zur Gerätschaft sah. Genau. Das scheint interessant zu sein aus unseren Geräten. Ja. Die Lachmöwen. Bei uns, sagen sie, gibt es ca. 800 Paare in der Schweiz. Ich habe immer das Gefühl, es seien viel mehr, aber sie brüten wahrscheinlich nicht alle hier. Aber sie können sehr gut fliegen. Sind das Zugvögel? Teilweise, ja. Und sie sind immer sehr hungrig und sie sind auch nicht wählerisch bei der Nahrung. Und sie haben einmal sogar gemessen, das Höchstalter war 35 Jahre. Also, Methusalem, hä? Genau, ja. Sind aber süß irgendwie. Ja, sie sind hübsch, aber sie sind gar nicht beliebt. Sie sind vielleicht auch ein bisschen frech ab und zu. Hier sieht man sehr gut, dass man nicht sieht auf Anhieb.
So finden wir die Sachen immer vor. Ja. Man braucht ein sehr gutes Auge, bis man das erkennt. Die kleine Pechlibelle. Warum sie so heißt, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, sie hat kein Glück. Das kann sein. Sie ist eine der kleinsten Libellenart bei uns in der Schweiz. Das ist das Männchen? Ja. Es ist immer gut, wenn sie sich paaren, dann können wir die besser bestimmen. Ne? Ja, dann sind sie ruhiger. Ja, und man sieht, wer zusammengehört. Genau, ja. Also, so auf Anhieb vermutet man nicht, dass ein blaues Männchen und ein schwarz-gelbes Weibchen zusammengehören. Mhm. Diese Kleine hier hat Probleme beim Gehen. Sie hat zwei Beine verloren. Genau. Oder wurde von einem Vogel attackiert. Ja. Die Kürbisspinne. Ich nehme an, die Farbe ist für den Namen. Ja, sie sagen, der hintere Körper erinnere an einen Kürbis. Es braucht schon ziemlich viel Fantasie. Ja. Und sie gehört zu den Radnetzspinnen. Hier sieht man auch gut das Netz. Mhm. Ja, die zwei fehlenden Beine machen es schon zu schaffen. Ja, da. Ja. Aber sie überlebt trotzdem. Mhm. Solange sie ein Netz bauen kann. Ja. Starker Wind und wir haben stark stabilisiert. Genau. Und hier sehen wir noch einmal einen kleinen Räuber. Es ist die rotbraune Sichelwanze. Auch modische Strümpfe. Genau. Hey, wer hat da die Beine so nach oben, das Männchen? Es war zu schnell jetzt. Ja. Ja, ich denke, das Männchen. Ja. Ah ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass sie sich so verbiegen können. Oh, sie twerkelt. Twerk, sagt man, glaube ich. He? Ja. Ei. Sogar die Wanzen. Ja. Ja, sie gehen mit der Zeit. Genau. Bis später. Bis dann.